Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Wir lesen heute Seite 744 und bewegen uns nur im Kapitel Jesaja 30. Und davor möchte ich mit euch beten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, dass du uns heute durch dein Wort leitest und führst, dass du unser Lehrer bist und dass du uns dein Wort aufschließt wie mit einem Schlüssel. Der Schlüssel ist der Heilige Geist. Und dass wir dein Wort verstehen und dann auch für uns ganz persönlich anwenden können. Amen. Wir beginnen in Kapitel 30, Vers 8. Gehe du, damit ist Jesaja gemeint, nun hin und schreibe ihnen das auf eine Tafel und verzeichne es in ein Buch. Und es soll bleiben für einen zukünftigen Tag, für immer, bis in Ewigkeit. Also Jesaja kriegt den Auftrag, die Botschaften, die Gott ihm gegeben hat, niederzuschreiben, damit sie haltbar sind und die Zeiten überdauern. Nämlich, es ist ein widerspenstiges Volk, lügenhafte Söhne, Söhne, die das Gesetz des Herrn nicht hören wollen. Ja, das ist dieses Problem, vor dem Gott steht. Die zu den Sehern sagen, ihr sollt nicht sehen, und zu den Schauenden, schaut uns nicht das Richtige, sondern sagt uns angenehme Dinge und schaut uns Täuschungen. Ja, das Volk Gottes gibt seinen Propheten hier die Aufforderung, sie sollen doch bitte was Angenehmes erzählen und nicht so viel Gerichtsbotschaften. Also sie verstopfen sich am liebsten Augen und Ohren und sagen, das wollen wir nicht mehr hören, sagt uns was Angenehmes. Sie sind unwillig, die Botschaft anzunehmen und sogar überhaupt anzuhören. Verlasst den Weg, biegt ab von dem Pfad, lasst uns mit dem Heiligen Israels in Ruhe. Also sie geben dem Propheten auch noch den Auftrag, von Gott abzufallen am besten und sich gar nicht mehr damit zu beschäftigen. Und sie wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden. Also so richtig Scheuklappen aufgesetzt haben sie sich. Darum, so spricht der Heilige Israels, weil ihr diese Worte verwerft und euch auf Gewalttätigkeit und Verdrehung verlasst und euch darauf stürzt, darum wird euch diese Sünde sein wie ein Bruchstück, das herunterfallen will, das heraustritt aus einer hohen Mauer, die plötzlich unversehens einstürzt. Ja, diese Strafe, die Gott schickt, die kommt tatsächlich plötzlich. Ja, die Assyrer kommen ganz plötzlich und überrennen Israel und er wird sie zerbrechen, wie man ein Töpfergeschirr zerbricht, das schonungslos in Stücke geschlagen wird, sodass man unter seinen Stücken nicht eine Scherbe findet, mit der man Blut vom Herd holen oder Wasser aus einem Tümpel schöpfen könnte. Dazu muss man wissen, dass man früher Gefäße, die in Scherben zerbrochen sind, nicht einfach weggeschmissen hat, so wie wir das heute tun. Man hat diese Tonscherben aufgehoben und sie ja weiterverwendet, sie sozusagen recycelt. Das war das Recycling der alten Zeit. Denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Verhalten lege eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt, sondern ihr sagt, nein, wir wollen auf Rossen dahin fliegen. Darum werdet ihr auch dahin fliegen. Wir wollen schnell davon reiten. Darum werden eure Nachverfolger noch schneller sein. Ja, Gott sagt, Gott gibt ihnen quasi die Medizin. Er gibt ihnen ein Rezept, wie sie umkehren könnten. Nämlich, indem sie still sind, sich zurückhalten und auf Gott vertrauen, auf seine Stärke sich verlassen. So wie sie es beim Exodus getan haben. Da sind sie einfach ja, durch diese Wüste gewandert zum Roten Meer, haben keinen Ausweg gehabt, haben den Fuß ins Wasser gesetzt. Und in diesem Moment hat Gott ein großes Wunder getan. Das hätten die Israeliten zur Zeit Jesajas auch erleben können, aber sie wollten es nicht. Und diese Rosse, auf denen sie dahin fliegen wollen, das meint militärische Kraft. Und Gott sagt, ja, ja, ich werde euch militärische Kraft geben, aber nicht euch, sondern denen, die euch überrennen werden, die Assyrer und die Babylonier. Tausend von euch werden fliehen vor dem Drohen eines einzigen. Ja, wenn euch fünf bedrohen, so werdet ihr alle fliehen, bis euer Überrest geworden ist, wie ein Mastbaum auf dem Gipfel eines Berges und wie ein Banner auf einem Hügel. Ein interessanter Text, der ein Pendant hat in der Bibel, nämlich in 5. Mose 32, Vers 30, den ich gleich mit euch lesen möchte. Also Gott sagt, wenn einer kommt, dann fliehen 1000 und wenn zwei kommen, dann fliehen 10.000. Also eine absolute Minderheit kann eine ganze Menge und Masse von Menschen in die Flucht schlagen. Und hier heißt es in 5. Mose, wie könnte einer 1000 jagen
und 2 10.000 in die Flucht schlagen, wenn ihr Fels sie nicht verkauft und der Herr sie nicht preisgegeben hätte? Der Fels ist natürlich Gott. Und Gott sagt, wenn ich euch beschütze, dann passiert euch das nicht. Aber wenn ihr mich verlasst und ich euch preisgebe, dann sind solche peinlichen Niederlagen natürlich auf dem Programm. Es heißt weiter: Darum wartet der Herr, damit er euch begnadigen kann. Und darum ist er hoch erhaben, damit er sich über euch erbarmen kann. Denn der Herr ist ein Gott des Rechts, wohl allen, die auf ihn harren. Ja, Gott will unbedingt vergeben. Er sagt es ja immer wieder, auch in dem Buch Jesaja. Er sagt, bitte, bitte kehrt um. Ich bin sofort bereit, euch zu vergeben. Es wäre nicht alle Strafe abgewendet worden, weil ja, auch Sünde hat auch Konsequenzen und muss auch Konsequenzen haben, damit wir auch daraus lernen können. Aber er hätte ihnen sofort einen Ausweg gezeigt. Denn du Volk, das in Zion, nämlich in Jerusalem wohnen wird, in Jerusalem, du sollst nicht mehr weinen. Er wird dir gewiss Gnade erweisen, wenn du um Hilfe rufst. Sobald er es hört, antwortet er dir. Das ist der gleiche Gedanke hier, ne? Der Herr hat euch zwar Brot der Drangsal zu essen gegeben. Brot der Drangsal ist eine Metapher für Gefangenschaft. Und Wasser der Trübsal zu trinken gegeben. Aber dein Lehrer, das ist Jesus, wird sich nicht länger verborgen halten, sondern deine Augen werden deinen Lehrer sehen. Also Jesus verspricht uns, dass er uns lehren wird und dass wir ihn sehen können, wenn wir ja, ihm treu sind. Und deine Ohren werden das Wort hören, das hinter dir her so spricht. Dies ist der Weg, den geht, wenn ihr zur Rechten oder zur Linken abbiegen wollt. Also er sagt, bevor ihr abweicht, bitte hört auf mein Wort. Mein Wort hält euch in der Mitte. Und ihr werdet den Überzug eurer silbernen Götzen und die goldene Bekleidung eurer gegossenen Bilder entweihen. Du wirst sie wegwerfen wie das Unreine, wie etwas Unreines und zu ihnen sagen, hinaus. Er wird Regen spenden für deine Saat, mit der du den Acker besäst, sodass das Brotgetreide, der Ertrag des Ackers saftig und nahrhaft wird. Dein Vieh wird zu jener Zeit auf weiter Aue weiden. Also Gott verheißt großen Segen, wenn sie umkehren, ja, und wenn sie ihre Götzen wegtun, so wie es in dem Vers davor hieß, wenn sie sagen zu den Götzen hinaus, dann wird Gott sofort wieder seinen Rettungsplan aktivieren. Die Rinder und Esel, die das Feld bearbeiten, werden gesalzenes Mengefutter fressen, das mit der Wurfschaufel und mit der Gabel geworfelt ist. Also dieses Mengefutter, das ist ganz kostbares Essen, sonst war das natürlich viel einfacheres, was das Vieh gekriegt hat. Aber Gott sagt, nicht nur euch wird's gut gehen, sogar eurem Vieh wird's gut gehen. Auf allen hohen Bergen und auf allen erhabenen Hügeln wird es Bäche geben, Wasserströme am Tag der großen Schlacht, wenn die Türme fallen werden. Und das Licht des Mondes wird dem Licht der Sonne gleichen. Das Licht der Sonne aber wird 7-mal stärker sein, wie das Licht von 7 Tagen an dem Tag, da der Herr den Bruch seines Volkes verbinden und die ihm geschlagenen Wunden heilen wird. Dieses helle Licht, von dem es hier geschrieben ist, das ist natürlich auch ein Symbol für die geistliche Erweckung, dass es 7-mal stärker sein wird. Ja, Gott sagt nicht nur, ich vergebe euch, sondern ich gebe euch noch mehr geistliche Einsicht, noch mehr Weisheit, noch mehr, als ihr vorher hattet, wenn ihr umkehrt. Siehe, der Name des Herrn kommt von Ferne. Sein Zorn brennt, mächtiger Rauch steigt auf. Seine Lippen sind voll Grimm und seine Zunge wie ein verzehrendes Feuer. Und dieses Feuer, das waren die Assyrer, die natürlich gekämpft haben. Und sein Atem ist wie ein überschwemmender Wasserstrom, der bis an den Hals reicht, dass er die Nichtigkeit der Heiden durch das Sieb erweise und an die Kinnbacken der Völker den irreführenden Zaum lege. Ja, Gott wird die Heiden richten. Gott wird alles in ein Gericht bringen. Und wir sollten schauen, dass wir an dem entscheidenden Tag, und jetzt bereiten wir uns auf den entscheidenden Tag vor bei der Wiederkunft, dass wir auf der richtigen Seite stehen, dass wir an Gott festhalten, dass wir nicht zweifeln, denn der Zweifel ist eine gefährliche Sache, der uns ja den Glauben kosten kann. Lass uns an Gott festhalten und ihm glauben. Lieber Vater im Himmel, schenk uns, dass wir dir treu bleiben, dass wir dich nicht verraten, dass wir nicht lauwarm werden, sondern dass wir
wirklich verbunden mit dir sind, jeden Tag aufs Neue, so wie die Rebe und der Weinstock. Hilf uns dabei in unserem Alltag. Amen.